Kann ich jetzt jede Waffe schmieden und muss dafür nicht mal ein einziges Rohstahl kaufen. Weil es gibt... Ja, okay, außer für Erzwaffen. Da braucht man, glaube ich, nochmal... Ach nee, man braucht mehr als einen Rohstahl für manche Sachen. So, und die sind Tränke. Cool. Ja. Aber mit 7 Rohstahl kann man einige Klingen schmieden. Jetzt hätte ich doch bei Harad, dem Schmiedlehrling, sein sollen. Nee, hätte ich nicht. Wo muss ich denn noch hin? Wo muss ich denn noch hin? In der Höhle ist, glaube ich, keine verschlossene Türe. Nein, nicht soweit ich sehen kann. Und da werden Schafe gekocht, gebraten. Und hier ist ein Lederbeutel, den ich vorhin übersehen habe. Und was haben wir hier drin? Nochmal ein Herd. Boah. Truhe. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Rechts. Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Links. Ja. Zange, Säge, Hammer, Rohstahl. Meine Fresse, was macht ihr mit so viel Rohstahl? Habe ich eigentlich... Ich wundere mich gerade. Ich glaube, ich habe noch nie dieses Lager komplett auskundschaftet. Übrigens, wenn mein gebratenes Fleisch zur Neige geht, muss ich erstmal wieder einen Cut machen, damit ich ein bisschen rohes Fleisch zu gebratenem Fleisch verarbeiten kann. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, hoffe ich. Jetzt bist du dran. Ja. Jetzt bin ich dran und du Idiot läufst erstmal fett gegen die Wand, Mann. Okay, die Wache dreht mir den Rücken zu. Wird mich auch erst angreifen, wenn sie merkt, dass ihr Kumpel hier draufgegangen ist. Das war's für dich, Penner. Oh, das ist schlecht. Mann, Mann, Mann. Das war echt miserabel. Aber das haben die Banditen auch schon geschafft. Manchmal laufen die da gegen die Wand, dann springen sie erstmal die Wand hoch und laufen dann weiter und dann liegen sie unten. Oh, jetzt kommen sogar beide raus. Und laufen beide fett gegen die Wand, Alter. Was geht denn bei euch hier? Vollidioten. Ja, ihr seht mich. Wow, toll, aber ihr kommt nicht her, was? Dann kriege ich auch locker beide zusammen platt. Wenn sie es schaffen würden. Komm her. Ah, ich weiß wieder wann ich Wolfen Shop anbieten kann. Komm her. So. Die Wache hat nichts gemerkt, sehr gut. Ich weiß wieder, wann ich Wolfen Shop anbieten kann. Direkt am Anfang des dritten Kapitels wird sich Malak... Eigentlich verrate ich ja jetzt schon zu viel, ne? Egal. Wird sich Malak von Bengars Hof entfernen und da unten Zuflucht suchen und Bengar will dann, dass ein Söldner aufpasst, weil da so viele Viecher rumchillen seit dem dritten Kapitel. Und dann nehmen wir Wolf, den Söldner, der sowieso einen Job braucht. Au. Au. Komm doch her, du Arsch. Ja, und erst wenn wir Wolf hergeholt haben, können wir Malak wieder zurück zu Bengars Hof schicken. So, und wir haben jetzt 50 Leben verloren. Das ist jetzt echt scheiße, aber wir saufen jetzt so eine scheiß Essenz. Mann, gegen so dumme Schwächlinge 50 Leben zu verlieren. Und wieso habe ich eigentlich immer noch beide grobe Breitschwerter? Ich hätte doch zumindest eins verkaufen können, wenn ich eins behalten will. Mann, was geht denn bei mir? Ich habe ja keine Ahnung von nichts. So, ich denke, mit der Wache kann ich sogar reden. Ja, er guckt mich nur böse an und hat nichts zu sagen. Hier ist eine Steintafel, nehme ich mit, okay? Danke. Und da drinnen sitzt noch ein Bandit rum. Du mieser kleiner Dieb! Aua! Moment mal. Okay. Ich will schnell probieren, aber ja, ich kann nicht schleichen, verdammt. Ja, ich frage mich, ob er mich auch angreift, wenn ich ihm nichts klaue. Ja, ich weiß, ich habe immer sehr seltsame... Ah, wartet, ich kann ja so auch schleichen. Das habe ich total vergessen. So weckt man nämlich auch nicht auf. Das habe ich auch, glaube ich, beim letzten Gothic 2 Let's Play rausgefunden. Ja, stimmt, als ich als ich im oberen Viertel unterwegs war und da alles ausgeraubt habe, weil das so einer Quest gehört, habe ich gedacht, Alter, ist das Schleichen ewig lang, was mache ich denn dagegen? Und dann bin ich gesprungen und dachte, Scheiße, hä? Niemand aufgewacht und bin einfach durch die ganzen Häuser gesprungen, wie so ein Frosch. Immer einfach nur gesprungen.
So. Hey, aufwachen! Mal sehen, ob er sagt, jetzt bist du dran. Nö. Der hat auch kein Problem mit mir. Aber da er schwach ist, können wir ihn eigentlich töten. Und die Wache da hinten, die lassen wir erstmal im Frieden, denn die ist viel zu mächtig für uns. Das kann ich euch übrigens gleich zeigen. Das könnt ihr gleich selber miterleben. Ach du Scheiße, da oben ist ein Trank. Toller Sprung. Oh, das ist kein Trank, das ist irgendwas anderes. What the fuck? Hier oben war ich ohne Scheiß noch nie. Wie krank ist das denn, Mann? Ah, Gott, da war ich noch nie in meinem ganzen verdammten Gothic-Leben. Und der Bogen ist sogar, also braucht nur 25 Geschick. Was geht denn ab, Mann? Ich war hier oben noch nie. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es einen Feuerbogen hier oben ist. Ich wusste nicht, gibt. Ich wusste nicht mal, dass überhaupt einen in diesem Spiel vorhanden ist. Krass. Links? Scheiße. Links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. 17 Feuerpfeile. No shit, ich habe 30 Feuerpfeile. Und einen Feuerbogen. Ja, wie krank ist das denn? Ich entdecke plötzlich einen Feuerbogen. Einfach so. Huch. Einfach so. Einfach so. Meine Fresse. Und der ist einfach hier. Ja, Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr einen Feuerbogen braucht, kommt her. Was ist los? Nix, penn weiter. So. Jetzt gehen wir nochmal rein und schlagen ihn tot. Solange er schläft. Denn wenn er schläft, dann ist er unaufmerksam. Er schläft ja nicht mit der Waffe in der Hand. Und deshalb hat er auch keine Chance gegen mich. Hey, Bandit. Scheiße, ich kann... Jetzt! Macht's nach. So, hallo. Hey. Na, was geht ab in der Wache? Stehst hier aber ganz gechillt rum, ey. Bin jetzt mal doch nochmal gespannt hier und so. Seht ihr, das meine ich mit viel zu stark. Auch wenn er nur so einen dummen, schweren Ast hat, hey, ich könnte ihn sogar besiegen, wenn ich mich anstrenge. Kommst du woher? Ich meine, es ist im Moment ja nicht mal nötig. Kommst du her, bevor ich hier von dem Ding runterfall? Kann nämlich passieren, wenn ich weiter so rumspack hier. Ach du Scheiße. Na los, greif mich an! Au, der... Das nicht nochmal, Börschchen. Der Mistkerl kann mich ja one-hitten. Okay. Aber hey, ich könnte ihn besiegen. Ich werd's bloß nicht tun. Ich hab's nicht vor, auszuprobieren. Der Bandit war der einfachste Gegner im ganzen Spiel. Ich will aber trotzdem was ausprobieren. Okay, bist du bereit, Bandit? Ja, scheiße, war das langsam. Gut, okay, ich bin sowieso noch viel zu schwach. Ja, okay, ich muss hier eh irgendwann wieder hoch, denn hier ist so eine Mine, wo ja Minecrawler drin sind, gegen die ich ja noch natürlich noch keine Chance habe. Oh, eine alte Steintafel, die habe ich ja vorhin gar nicht bemerkt. Ich meine, ich kann ja schnell in die Mine gehen und reinschauen, denn ich muss da später eh noch hin. Ich muss später eh noch gegen Minecrawler kämpfen, das ist gar nicht in gar nicht allzu ferner Zukunft. Und ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin eine bessere Waffe und Rüstung habe. Ja, Rüstung schon. Ist ja logisch. Aber eine bessere Waffe nicht unbedingt. Also, hier wäre der Gang wieder runter und dort muss ich dann erstmal zu Torloff gehen und mit 2 Geschicklichkeitspunkte holen. Das war nämlich mein eigentlicher Plan. Aber jetzt will ich schnell gucken, ob ich auch nur einen Minecrawler verletzen kann und ob die mich one-hitten oder ob die ein bisschen schwächer sind. Aber ich glaube kaum, dass ich stark genug bin, dass ich mich durch die ganze Mine kämpfen kann.